Hallo und herzlich willkommen zurück zu Plants vs. Zombies. Ich würde sagen, heute machen wir uns mal einen Zombie-Water. Das hier ist so ein schön gammeliges Grün, das gefällt mir schon mal. Haare, ne? Wir wollen eigentlich den Soli mal nachbauen. Die Frisuren passen soweit schon mal nicht. Ach, das hier ist wahrscheinlich meine Zukunft. Oder das ist meine Zukunft? Man weiß es nicht. Vielleicht ist auch das meine Zukunft. Das. So, nehmen wir mal das. Schauen wir mal. Gute Vollbart-Zombie. Ja, ich sehe zwar nicht genau so aus, aber naja. Facial Hair Color. Dann habe ich schon eher dunklere Haare. Machen wir so. So. Was ist das? Titbits? Was sind Titbits? Augenbrauen. Augenbrauen und Wimpern. Sehr schön. Das finde ich sehr hübsch. Das ist aber auch schön. Eigentlich so, der müde Soli. Da braucht man die Augen dann auch nicht versuchen zu verstecken. Ich bin ja eigentlich ein Brillenträger, ne? Machen wir mal so. Klaus. Auf meiner Arbeit muss jemand ein weißes Unterhemd tragen. Darunter zumindest. Ich ziehe mir also mal das weiße Unterhemd an. Piercings und Co. Was ist das hier? Ein Kopfbändchen. Nee, hier passt nichts. Jetzt. Also entweder eine Cap. Was ich ein bisschen schade finde, dass er die Klamotten nicht so richtig nimmt. Ich habe nur noch eine Cap und die ist schwarz-rot. Schwarz gibt es ja leider nicht zur Auswahl, so müsste man rot machen. Backdrops. Finished. Are you sure you're done creating your zombie avatar? If you wish to make any changes after you click finish below, you'll need to start over. Finish. Zombie has been saved to your desktop as a JPG-Image. Toll. So, da haben wir den Saudi. Okay, hat er sich gespeichert. So, dann starten wir jetzt aber rein. Hat uns 3 Minuten gekostet, diesen Avatar zu machen. Damit bin ich laut. Glaube ich. Hat der seit. Machen wir eine vernünftige Reihenfolge hier. So. Oh mein Gott. Schreit schon wieder alles so danach, Wischter. Warum platziere ich den so scheiße? Hier muss der hin. Mein Gott, dieser Soli, ne? Wenn er irgendwas könnte. Brains? Na komm. Ja, genau. Let's go. Hallo. Hallo? Hat er noch da? Sonnenblümchen? Oder Sonnenpilze? Whatever. Brains. Brains. Meins. Aber beim nächsten Zombie, der kommt, setze ich das auch nicht mit hin. So. Kommen wieder 2 Waves und die zweite Wave kommt halt relativ schnell, muss man sagen. Das ist kritisch. Vielleicht wirkt auch alles immer kritischer, als es tatsächlich ist, aber selbst das Wirken der Kritischkeit ist anstrengend irgendwie.
Ja, und jetzt natürlich Defense of Doom, Körper. So. So. Haben wir das mal kurz ausgebessert. Tschüss. Oh, er hat's überlebt. Nicht schlecht. So, dann muss hier oben noch so einer hin. Muss auf jeden Fall noch so einer hin und dann würde ich gleich vor der Wave gerne noch einen Grabstein vielleicht entfernen. Schön mit dem Expire drauf. So. Stets bemüht. Komm, der muss auch weg. Komm. Geh fast. So, jetzt wird's wahrscheinlich kriminell. Hey, da bin ich. Ich führe die Zombies an. Ja, naja. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade rentabel ist. Ich lasse das mal. Ich wollte gerade so diesen Paralysepilz setzen, aber die erste Wave. Geht auf jeden Fall gut. Können wir uns hier ein bisschen auf Gräber wegmachen, konzentrieren. Ja, das läuft doch. Das läuft doch. Wir machen schön die Grabsteine weg. Einer steht noch. Dann sind alle Grabsteine weg. So. Dann können wir hier noch eine zweite Reihe von denen hier zum Beispiel machen. Kleine Verteidigung bauen wir auf, ne? Muss man sagen. So, da sind wir für die nächste Huge Wave auf jeden Fall gewappnet. Denke ich, hoffe ich, schätze ich. Vielleicht jetzt nicht auf den anderen erwischt? Wie das denn? Aber ne, sieht man. Ist easy. Easy safe. Easy clear. No problem. Hello, we would like to visit for a midnight snack. How does ice cream and brain sound? Sincerely, the zombies. Alles klar. Gibt's hier noch ein Spielchen? Oder geht's nochmal weiter?
muss ja nicht übereifrig setzen. Alles nicht so, wie es sein soll, immer. Oh, da ist ein Problem. Und Probleme müssen beseitigt werden. So. Jetzt kommen aber auch keine richtigen Türme mehr, ne? Natürlich auch gebrauchen können. Ich würde gerne mehr von diesen Grabstein kaputt macht Dingern kriegen, tatsächlich. Das wäre eine Freude. Ich kann ein paar Mal Bumm machen, einmal einfrieren. Jetzt kann ich mal wieder einen Grabstein wegnehmen, das ist schön. Würde ich sagen, das ist ziemlich abgewehrt. Ja, kann ich auch so machen. Tschüss. Ach so. Ich bin ja schon voll am raushauen. Ja, Mensch. Sind alle noch ein bisschen geslowt? Ich würde sagen, das hat gesessen. Nein, die haben nicht zugelassen, dass ich das tue, die Schweine. Die Zeit nutzen. Den Grabstein wegmachen. So, jetzt kommt die Huge Wave.
Schauen wir mal. Let's your plant non-aquatic plants on top of it. Geil. Next level. So, wir haben endlich das Nachtlevel durchgespielt. Looks like the zombies gave up attacking your front yard. Now they're trying your backyard. And to top it all off, you can't even use your mushrooms. Cause they fall asleep during the day. Well, isn't that just dandy? So, jetzt lernen wir hier neue Skills. Das heißt, wir müssen das mitnehmen. Und dann kommen wir wieder zu unseren normalen Plants. Was ich auch viel schöner finde, muss ich gestehen. Das kostet jetzt halt mehr, ne? Weil wenn wir hier drauf bauen wollen, brauchen wir vorher das hier. Das Lilypad. Dafür kommen wir mal wieder vernünftig an Energie, was schön ist. Wieso mache ich eigentlich noch eine Folge? Müsste ich nicht Folgenende machen? Ja. Naja gut, in diese Runde starten wir nochmal rein. Ansonsten ist danach dann aber die Folge natürlich wieder Ende. Ich wollte ja nicht so lange Folgen machen. Wie immer fällt es mir schwer, mich daran zu halten. Gut, die kommen beide da. Das ist an sich nicht verkehrt. Ding, ding, ding. Oh. Ding, 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 ding. Jetzt kommt auch noch einer. Das hier ist natürlich noch schonend, ne? Also ich glaube, später ist man dann komplett auf Wasser. Da muss man dann halt auf Wasser kämpfen. Hilft alles nichts. Da wird man zu Captain Jack Flanzo. Und muss regeln. So, give it to me. So. So. Das ist schon mal schön. Wir dürfen das Wasser natürlich nicht vernachlässigen. Dann kann man schnell mal eine Abreibung kriegen. Denn auch auf dem Wasser wird angegriffen, logischerweise. Das war jetzt gerade nicht, aber... Nur weil man gerade nicht an einer Stelle angegriffen wird, heißt das ja nicht, dass man dort safe ist, nicht wahr? Lieber auf Nummer sicher gehen. Siehst du, da kommt nämlich schon der erste Zombie. Der erste Flanschen-Zombie. Din, 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 din. Kann schon mal so machen rein theoretisch. Also verteidige ich mich ein bisschen mehr auf Festland, weil ich glaube, da sind die Angriffe noch ein bisschen härter irgendwie. Wir werden einen am Wasser noch nicht am Anfang so hart konfrontieren. Glaube ich zumindest nicht. Ich muss schon fast am überlegen, ob ich mir noch einen Cappuccino mache. Der ist echt lecker. Hat natürlich auch ein paar Kalorienchen. Das geht eigentlich. So, Huge Wave of Zombies kommt jetzt erstmal. Finde ich schön, dass ich die anführe. Dass die vorne auftauchen, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen dumm. Mache ich erstmal hier so. Ich wusste mir gerade nicht anders zu helfen. Ach, das ist schon Ende danach, also. Naja, gut.
Ich hab mich jetzt irgendwie auf einen harten Kampf eingestellt. Bim, 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 bim. Und wir bekommen das da. Und zwar ist das Scratches Zombie. Ach so, ja cool. Ist quasi fast so wie der Stein. Nur ein bisschen anders. So. Kann ich den bearbeiten, aber... Na, wir können nicht auf Nummer sicher gehen, leider. Wenn ich auf New Zombie Water gehe... Mache ich mir dann ganz neuen? Ich würde die Cappy nur gerne wegmachen. Aber scheinbar können wir das nicht mehr. Hiervon können wir immer noch nichts machen, leider. Und sonst, hier hat sich noch nicht so viel Neues ergeben. Der Dancing Zombie. Toughness Medium. Low. Very High. Low. Da steht sogar Weakness immer bei. Jim, keine Weakness, keine Weakness. So, bisher die einzigen Zombies mit einem Weakness sind halt die hier. Weil diese Fume-Türme da durchschießen. Ich sag natürlich Türme bei Türme. So, und Plants, ne? Ich meine, welche Plants wir haben, wissen wir halt dann doch schon. So, nichtsdestotrotz würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Plants vs. Zombies. Bis dahin, tschüss.